So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem dritten Video, glaubst du gar schon. Genau, heute geht's weiter nach Kanchanaburi und da waren wir jetzt gerade schon gut frühstücken und jetzt geht's Geld ziehen und dann weiter zum Bahnhof. Und dann fahren wir mit der Holzklasse einfach mal 75 Kilometer in die Kleinstadt Kanchanaburi. Upsala, fast eine Kopfnuss gegeben. Kurz vor der Zugfahrt noch ein bisschen Proviant holen. Ich laufe hier gerade durch irgendeinen so Markt durch, der aber relativ tot ist. Was Warmes wäre halt auch geil, weil ich habe jetzt so ein Kilo Bananen, aber das als Mittagessen ist halt auch ein bisschen heftig. So, herzlich willkommen in Kanchanaburi. Es ist 16.35 Uhr Ortszeit und wesentlich angenehmer als in Bangkok. Wobei ich annehme, dass es immer noch so um die 29 Grad haben dürfte. Wir checken jetzt gleich ein bei uns im Guesthaus und dann gucken wir uns das mal an, ob alles sauber ist, ob alles nice ist. Und dann sehen wir uns gleich dort. Ja, nach dem Mopeds
Hi du. Hallo. 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 So, dann gönnt euch mal dieses Zimmer hier. Das ist echt so cool. Die haben sogar das Handtuch zu einem Schwan gefaltet. Oh, wirklich richtig cool. Bad, alles sauber. Sieht gut aus. Was haben wir hier noch? Oh, was ist das denn? Ich weiß es nicht. Das ist die Schweigekammer, da tun wir Bianca rein, wenn sie wieder nervt. Nein. Das ist natürlich auch unglaublich geil. Ich stelle das mal kurz hin und zeig's mal. Dann nimmt man den Safe einfach und rennt damit weg. Und das Schöne ist, dann weiß man auch gleich, dass alle Wertsachen drin sind. Also ich tue lieber das irgendwo anders verstecken, irgendwie über der Klimaanlage oder so. So, wir sind auch ganz gut eingedeckt. Wir haben uns auch dieses Thailand-typische Moskito-Spray gekauft. Das können wir nur empfehlen. Das war vor 3 Jahren echt top. Also da sind wir durch den Dschungel damit und das hat wirklich alle ferngehalten. Richtig, richtig gut. Ansonsten bei uns haben wir alle unsere Dokumente von uns beiden gebündelt in einem Portemonnaie drin. Die Pässe, bisschen Notgroschen, der internationale Führerschein, Impfpässe, Tauchausweise und 3 Kreditkarten. Es hat zwar den Vorteil, dass man nie nachdenken muss, wo das ganze Zeug ist, auch beim Flughafen oder so, aber ja, wenn es halt geklaut wird, ist halt großes Kino, weshalb wir immer überlegen, wo wir das Ding verstecken. Das letzte Mal habe ich es in der Mikrowelle versteckt, weil ich glaube, wenn jemand eine Wohnung auf den Kopf stellt, dann guckt er überall, aber nicht in der Mikrowelle. Und genauso suche ich jetzt mal hier ein Spot. Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben jetzt hier unsere Wäsche dabei, unsere Dreckswäsche. Ich will, glaube keiner sehen. Und die bringen wir jetzt zur Laundry hier in der Nähe. Ja, da vorne an der Straße war ein Schild. Mal schauen, ich hoffe mal, die hat noch offen. In der Hoffnung, dass sie die auch warm waschen und sauber kriegen und nicht einfach nur einmal nass machen und trocknen und dann... Ja, aber bei der Wäsche, das ist so eklig, was wir da jetzt abgeben. Das ist auf jeden Fall notwendig, dass die warm gewaschen wird. Ja, schon krass. Also was wir jetzt in 5 Tagen Bangkok an Wäsche zu zweit verbraucht haben, obwohl wir wirklich Sachen 2-mal angezogen haben. Jo, aber so ist es. Ja, man schwitzt halt auch abartig. So. Und jetzt geht's auf den Night Market.
Prost Mahlzeit. Ja, an dieser Stelle muss ich das Video leider schon beenden, denn der anfangs angedachte Plan, die Anreise und die Highlights in ein Video zu packen, leider nicht möglich gewesen. Es war ja auch viel zu viel Material. Wir sind ja jetzt schon bei 10 Minuten nach dem Night Market. Und deswegen machen wir es in ein separates Video. Das wird dann das nächste sein. Und da schauen wir uns 3 Spots von Kanchanaburi an, die man auf jeden Fall gesehen haben muss. Und ich hoffe, euch hat das Video bis dahin gefallen und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, ciao.